Hallo und miau zu einem weiteren Schwarzkarts Quarantäne-Special. Diese Woche gibt es eine kleine Beitragsserie für eine Beauty-Routine zu Hause bzw. einen Wellness-Tag zu Hause. Kannst du nämlich alles an einem Tag durchbenutzen. Du kannst es natürlich auch einbauen, wie es dir gerade passt. Wir haben dazu einen Cleanser. Du siehst, trocken, rührst du einfach an, benutzt ihn, zack, fertig. Wunderbare Haut im Anschluss. Dann habe ich ein Face Steam, also ein Gesichtsdampfbad. Heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber in meinen Augen das Allerbeste für die Gesichtsreinigung. Öffnet die Poren, drückt den Schmutz schon mal nach vorne, damit er von der Maske einfach rausgeschwemmt werden kann. Ich zeige dir, wie du diese einzelnen Sachen aus Trockenzutaten machst und am Ende machen wir auch noch einen Toner. Den kannst du benutzen, um diese einzelnen Sachen anzurühren oder einfach täglich nach der Gesichtsreinigung aufs Gesicht am besten aufsprühen. Finde ich am allerschönsten. Denn dann ist der pH-Wert nochmal eingestellt und deine Gesichtshaut ist bereit, die Dinge aufzunehmen, die du ansonsten noch in deiner Pflegeroutine für sie bereithältst, sprich Creme oder Moisturizer etc. pp. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir beginnen mit dem Cleanser. Ich zeige dir jetzt nur mal meine Grundzusammenstellung, aber unter dem Beitrag findest du noch mehr Ideen. Ich nehme sehr gerne Haferflocken. Haferflocken sind feuchtigkeitsspendend und sind gut für die Schutzbarriere der Haut. Dann nehme ich ein bisschen ungewöhnlich vielleicht Buchweizen. Aber ich habe festgestellt, dass Buchweizen Schwellungen im Gesicht schneller abklingen lässt. Dann die dritte Zutat ist bei mir Leinsamen. Dadurch bildet sich so ein Gel, das erstens mal die Haut entspannt. Das ist wirklich ganz toll. Und ich habe das Gefühl, dass eben alle Schmutzpartikel und so weiter halt irgendwie mehr so zusammenkleben. Ich meine, das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein, ja, aber mir hilft es und es gibt mir ein gutes Feeling und das ist die Hauptsache, weil auch mein Inneres sich ja auf mein Äußeres auswirkt, gell? Und ich finde Leinsamen ganz toll, auch wenn ich zum Beispiel im Winter total trockene Hände habe, mache ich mir ein Leinsamen-Gel. Das wird einfach nur mit warmem Wasser und Leinsamenschrot gemacht. Mach mir das da drauf, reib das so ein bisschen ein, warte ein paar Minuten, also quasi wie so eine Handmaske. Und wenn ich das abspüle, habe ich super schöne Hände. Also es ist ein ganz, ganz tolles Feeling. Das kann ich dir also nur empfehlen. Wenn du trockene Haut hast, kannst du zum Beispiel noch Mandeln in deinen Cleanser mit hineingeben oder Kokosnussmilch, ja, Kokosnussmilchpulver. Und was ich auch immer noch gerne drin habe, ist ein bisschen Kraut in irgendeiner Form, getrocknete Kräuter. Das hier sind Lavendelblüten. Ich mag Lavendelblüten besonders gern, weil sie nicht nur die Haut beruhigen, sondern auch so ein bisschen die Seele. Wenn du dich aufregst, ist das ja auch nicht so schön für dein Äußeres. Und mit den Lavendelblüten stellst du sicher, dass du während des Einsatzes von deinem Cleanser halt immer auf der ruhigen und gelassenen Seite bist. Ich kann das empfehlen für morgens, wenn du dir nicht viel Stress machen willst, gibst du dir das einfach in deine Hand. Wäre vielleicht professioneller, das jetzt in einem Schüsselchen zu machen. Haben wir jetzt aber nicht. Haben wir morgens im Bad ja meistens auch nicht zur Hand. Haben wir vergessen, weil wir einfach ins Bad gewankt sind. Haben das Zombie-Gesicht gesehen und denken uns, da muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen Buchweizen rein. Ja, so. Und dann machst du dir das hier zu so einer Paste. Ich werde es mir jetzt nicht ins Gesicht schmieren, sondern hier so auf den Arm. Ihr seht, das gibt hier so eine richtige schöne Matsche auf der Haut. Ich halte das mal gleich nach vorne. So. Siehst du? Und was ich jetzt schon spüre, während ich das hier so einmassiere, ist, dass sich die Haut langsam entspannt und schön vollsaugt mit dem, was ihr hier geboten wird. Am Ende einfach mit lauwarmem Wasser und am besten einem Baumwolltuch runternehmen. So. Danach
danach ist die Haut so richtig schön glänzend hier, ja. Du siehst halt, dass halt alles sich so ein bisschen gelegt hat. Es riecht ganz wunderbar. Es ist wirklich ein wunderschönes Hautgefühl. Kann ich dir nur empfehlen. Und wie es weitergeht, das zeige ich dir morgen. Miau!